Eine naive Sicht zur Wahrnehmung ist die Idee, wir würden die Welt eins zu eins in unseren Kopf kopieren. Wir würden also die Welt in unseren Köpfen genauso nachbilden, wie wir sie in unserer Umgebung beobachten. Nach diesem Abschnitt werden Sie die Welt anders sehen als vorher. Ich möchte sozusagen Ihre Wahrnehmung vom Kopf auf die Füße stellen. Dazu lernen wir 5 Aspekte von Wahrnehmung kennen. Zuerst sollten wir erkennen, dass Wahrnehmung niemals alleine für sich steht. Der Kontext, das Drumherum, was vorher war, prägt immer auch das, was wir jetzt im Moment sehen. Was für unsere Wahrnehmung stimmt, wird auch in Horrorfilmen genutzt. Solche Filme beginnen wahrscheinlich eher mit dunklen Wolken als mit Sonnenschein und lachenden Menschen. Dass Wahrnehmung immer im Kontext geschieht und dieser Kontext unsere Wahrnehmung stark mitbestimmt, dürfen Sie sich im Verlauf des Moduls von Alfred Hitchcock mit dem sogenannten Kuleshov-Effekt erklären lassen. Betrachten wir Bilder oder beobachten wir, was um uns herum passiert, so neigen wir dazu, eine Geschichte zu konstruieren. Hier versuchen wir, die schwarzen Dreiecke, den Kreis und die Linien in eine Beziehung zueinander zu setzen. Wir versuchen uns einen Raum, einen Reim auf das zu machen, was wir da sehen. Dies geschieht aus einem Bedürfnis heraus, die Welt um uns herum zu verstehen. Die deutschen Psychologen Heider und Simmel zeigten diesen Aspekt der Wahrnehmung als Bedeutungskonstruktion. Sitzen wir nun mit Freunden zusammen und sprechen über dieses Bild, kommen wir vielleicht zu der gemeinsamen Interpretation, dass es sich um eine Konfrontation der beiden schwarzen Dreiecke handelt, auch wenn das auf dem Bild nicht wirklich zu sehen ist. Wenn wir mit anderen darin übereinstimmen, schaffen wir eine Art soziale Wahrheit. Wahrnehmung ist also vielleicht auch eine soziale Übereinstimmung. Wir sehen etwas so, weil andere es so sehen. Jedenfalls konstruieren wir selbst unsere eigene Realität, was auch sehr schön im dritten Beispiel offenbar wird. Ich darf Sie fragen, was Sie hier sehen. In Präsenzseminaren und Vorträgen sagen viele, sie sehen hier Kreise, Quadrate, Rechtecke oder auch diagonale Linien. Eine Teilnehmerin meinte mal im Frühjahr, das sei ein Gartenzaun. Und ein Student meinte, ein Fadenkreuz zu sehen. Fadenkreuze werden im Zielfernrohr eines Gewehrs benötigt. Ja, doch ist alles auf diesem Bild zu sehen? Nichts davon ist tatsächlich auf diesem Bild. Das Einzige, was hier objektiv betrachtet zu sehen ist und was wir sagen können, das sind Striche oder Linien. Das sind die visuellen Informationen auf diesem Bild. Alles andere ist nicht auf dem Bild, alles andere ist in unseren Köpfen. Was lernen wir daraus über unsere Wahrnehmung? Wir ergänzen, was wir sehen, hören und fühlen, mit dem, was wir bereits an Erfahrungen, an Informationen oder auch nur Vermutungen im Kopf haben. Auf den ersten Blick mag Ihnen dieser Text wie ein unlesbarer Buchstabensalat erscheinen. Beginnen wir aber mit dem Lesen, sind wir schnell überrascht, wie es dann doch funktioniert. Nehmen Sie sich ein paar Sekunden Zeit, den Text zu lesen. Auch wenn sich der Text nun richtig anhört, haben wir ihn aber nicht wirklich richtig, nicht Buchstabe für Buchstabe gelesen. Dieses kleine Beispiel kann vielleicht unterstreichen, was wir eben erst gesehen haben. Wahrnehmung ist eine Art Vervollständigung. Ein, zwei oder auch mehrere Video-Selbstexperimente werden Ihnen zeigen, wie selektiv unsere Wahrnehmung funktioniert. Wahrscheinlich sehen Sie auf diesem Bild ein Liebespaar. Der Mann umarmt die Frau von hinten. Kleinkinder sehen hier Fische. Genauer, Delfine. Vielleicht drücken Sie jetzt Pause und geben sich etwas Zeit, um die neuen Delfine auf diesem Bild zu entdecken. Und ich möchte Sie hier gleich auf einen Sonderfall der selektiven Wahrnehmung hinweisen, den sogenannten Bestätigungsfehler. Wenn wir die Nachrichten in der Erwartung ansehen oder einschalten, lauter schlechte Dinge zu sehen, werden wir genau das sehen.
lauter schlechte Dinge. Wir Menschen suchen tendenziell eher nach der Bestätigung dessen, was wir sowieso schon glauben. Etwas ernüchtert war ich, als ich den letzten der fünf Aspekte unserer Wahrnehmung kennenlernte. Wir sind vor allem gut darin, das wieder zu erkennen, was wir schon vorher kannten. Für unsere interkulturellen Begegnungen bedeutet das natürlich, dass wir besonders aufmerksam und achtsam sein müssen, um uns unbekanntes kommunikatives Verhalten besser wahrnehmen und vielleicht auch ein Stück weit das Nichtgesagte hören zu können. Aber auch hier gilt: Glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Lassen Sie mich zusammenfassen. Wahrnehmung geschieht im Kontext. Wahrnehmung ist eine Bedeutungskonstruktion und ist soziale Übereinstimmung. Wahrnehmung ist Vervollständigung, Wahrnehmung ist selektiv und Wahrnehmung ist das Erkennen des bereits Bekannten. Wie können wir nun unsere Wahrnehmung präzisieren? Wie nehmen wir in interkulturellen Situationen genauer wahr? Ein Zugang dazu ist die sogenannte WIB-Formel. Während wir im Alltag dazu neigen, Dinge sehr schnell zu erkennen und einzuordnen, sollten wir in interkulturellen Situationen die folgenden Schritte verlangsamen. Was sehe ich tatsächlich? Wie interpretiere ich das Gesehene oder welchen Reim mache ich mir darauf? Wie wirkt dies emotional auf mich? Wie finde ich das? Insbesondere die Interpretation ist oft ein Quell von Fehlern in interkulturellen Begegnungen. Die Bewertung sorgt für weniger Offenheit. Nehmen wir zum Beispiel diese Reklame für Milchpulver als Babynahrung, die in Europa sehr erfolgreich war, während sie in Ländern des Nahen Ostens quasi floppte. Für uns ist die Botschaft klar: Baby hat Hunger, Baby bekommt das Milchpulver und Baby ist danach glücklich und satt. Wir lesen und schreiben mit lateinischen Buchstaben und von links nach rechts. Würden wir Arabisch, Urdu oder Hebräisch lesen, wäre diese Botschaft eine andere. Das Baby ist glücklich, bekommt das Milchpulver und wird dadurch unglücklich. Wir nehmen die Welt eben auch mit unserer Kultur wahr. Wir sprechen deshalb auch von der sogenannten Kulturbrille, durch die wir die Welt sehen. Deshalb gilt: Wir sehen die Welt nicht, wie die Welt ist. Wir sehen die Welt, wie wir selbst sind. Sehr schön wird unsere Kulturbrille auch in diesem Cartoon deutlich, wenn wir uns die drei Bilder ansehen, die das Nashorn gemalt hat und damit sehr glücklich zu sein scheint. In jedem Bild ist die Perspektive des Nashorns deutlich erkennbar. Uns Menschen fehlt leider ein solches Horn, das uns an unsere Kulturbrille erinnern würde. Mit dem Thema Wahrnehmung verwandte Themen sind die Attributionstheorie sowie Stereotypen. Alle Videos und Videoübungen sind auf YouTube unten verlinkt und auf Moodle, Elias oder der Volkshochschule Cloud und den Lernplattformen im kommenden Kapitel enthalten. Auf YouTube freue ich mich über Ihr Like, über Ihr Abo und Ihre Kommentare und Fragen. Auf den Lernplattformen über Ihre geschätzte Mitarbeit und ich freue mich natürlich auch auf Ihr Feedback zum Seminar.